Ja, ob es in der Zukunft pinkfarbige Schneckenhäuser geben wird, wie es sich gerade der kleine Junge hier gewünscht hat, das sei mal dahingestellt. Wie sehr wir uns in den Kreislauf der Natur werden einmischen können in der Zukunft, das wissen wir nicht. Kann auch einem ein bisschen schwindlig werden, wenn man sich da zu sehr damit beschäftigt. Also beschäftigen wir uns lieber an dieser Stelle mit Maschinen. Dafür ist nämlich unser nächster Gast absolut prädestiniert. Seit mehr als 125 Jahren, meine Damen und Herren, verbindet sich mit dem Namen Bosch zukunftsweisende Technik und bahnbrechende Erfindungen, die Geschichte geschrieben haben. Nun zeigt Bosch mit dem Projekt Industrie 4.0 die ganze Bandbreite an Möglichkeiten, die eben diese vierte industrielle Revolution zu bieten hat. Wie sieht denn die Fabrik von morgen aus? Welche Potenziale und Chancen bringt der digitale Wandel, sodass der Mensch und die Maschine gemeinsam Schritt halten? Das ist ein wichtiger Punkt. Er ist Werksleiter im Boschwerk Bleichach, dem größten industriellen Arbeitgeber im Allgäu, das Bremsregelsysteme fertigt. Bleichach, das ist ein Leitwerk eines ganzen Verbundes, eines ganzen Netzwerkes, wofür er Verantwortung trägt mit seinen Mitarbeitern, also eine Beispielfunktion zeigt und zeigt, wie eben wegweisende Digitalisierung funktionieren kann. Wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns ist. Meine Damen und Herren, Rupert Hölbacher. Frau Studer, vielen Dank für die Anmoderation. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Es freut mich, dass ich hier heute dabei sein darf. Bevor ich auf meinen Vortrag eingehe, möchte ich noch mal ganz kurz erwähnen, von wo kommen wir her. Vor 5 Jahren hatten wir in unserem Werk und in unserem Fertigungsverbund mit den dazumals 8 Werken ein wirtschaftliches Problem. Es war eine Restrukturierung angesagt und wir haben uns auf 3 Themen fokussiert. Erstens, mit welcher Strategie gehen wir es an? Dieses Thema haben wir mit EFQM gelöst, was für uns den Rahmen gebildet hat. Zweitens, wir sind ein Produktionsunternehmen. Wir haben auf das Thema Produktion fokussiert. Das heißt bei uns Bosch Produktionssystem, das sehr viele Ähnlichkeiten hat mit einem Toyota Produktionssystem. Das dritte Thema, auf das wir fokussiert haben, war: Wir haben schon eine sehr hohe Vernetzung gehabt im Werk und in den anderen mitfertigenden Werken. Deswegen haben wir diese Digitalisierung genutzt, um das komplette Konsortium sehr schnell wieder in einen lukrativen monetären Bereich zu führen. Auf das möchte ich heute eingehen. Hören wir eine Fledermaus? Eine Fledermaus hat viele, viele Sensoren und empfängt sehr, sehr viele Signale im Millisekundenbereich. In diese Richtung wollen wir auch denken. Das, was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, das ist nicht Zukunft, sondern das ist jetzt. Das haben wir umgesetzt. So betreiben wir unser Netzwerk. Es ist Bosch angesprochen worden. Wir fahren bei Bosch in Richtung Industrie 4.0 eine Dualstrategie. Auf der einen Seite sind wir Leitanbieter von Smart Logistic bis zum Smart Home. Auf der anderen Seite sind wir Leitanwender. Das heißt, wir haben im Fertigungsverbund weltweit über 260 produzierende Werke und wir sind somit eine Plattform, ideal ausgestattet dafür, um Anwendungen zu entwickeln, zu erproben und, wenn sie gut sind, auch an den Markt zu bringen. Heute möchte ich jedoch nicht auf die 250 Werke fokussieren, sondern einmal auf das Leitwerk im Allgäu. Das ist BHP, Bleichach plant, aber auch auf die anderen 10 Werke, die wir im Verbund haben. ABS ESB, den meisten wahrscheinlich bekannt. ABS verhindert, dass das Rad blockiert beim Bremsen. ESB ist das System, das Sie wieder zurückholt, wenn Sie mal eine kritische Fahrsituation haben. Wenn Sie die Motorhaube aufmachen, finden Sie es links oder rechts im Motorraum. Es ist so eine silberne Box mit einem Motor und einem Steuergerät drauf. Das ist die Technologie, die wir produzieren. Von diesen Einheiten haben wir letztes Jahr 33 Millionen Stück erzeugt.
und zu unseren Kunden gehört eigentlich die komplette Branche an OEMs. Insgesamt 11 Werke. Die Besonderheit an diesen 11 Werken ist, sie sind voll vernetzt. Das heißt, alle Produktionsmaschinen, die wir im Fertigungsverbund haben, und das sind mittlerweile über 6.400 Maschinen, hängen an unserem MES-System, dem Manufacturing Execution System, das wir selber entwickelt haben und das vor 17 Jahren. Warum haben wir das entwickelt? ABS und ESB ist ein dokumentationspflichtiges Produkt. Früher wurde alles manuell dokumentiert. Vor 17 Jahren haben wir an unseren Maschinen die Steuerungen überarbeitet und sind auf PC-basierende Lösungen gegangen. Und da wäre es natürlich ein Blödsinn gewesen zu sagen, naja, jetzt schreiben wir das noch alles manuell auf. Also hat man es digitalisiert, man hat die Daten rausgezogen, zumindest die prozessrelevanten und dokumentationspflichtigen Daten. Das war die Basis für uns, in das MES-System einzusteigen. Früher ein reines Traceability-System, heute ein sehr mächtiges System, um die Produktion komplett transparent zu machen. Die Punkte nebenbei sind die Punkte unserer Standorte. Und von dem her können wir wirklich sagen, wir sind weltumspannend unterwegs. Auf der einen Seite mit Hochkostenstandorten, aber auch auf der anderen Seite mit Niedrigkostenstandorten. Alles unter einem Dach, das ist unsere Philosophie. Am Standort in Bleichach sind wir in der Lage, Produkte komplett zu entwickeln, die Prozesse dazu zu entwickeln, die man braucht, um zu produzieren. Und wir haben einen eigenen Sondermaschinenbau, der letztes Jahr um die 100 Millionen Euro Umsatz gemacht hat. Wir bauen und entwickeln die Anlagen selber, wir standardisieren diese Anlagen, wir vernetzen diese Anlagen und geben sie in die Welt raus. Und wenn man das zusammennimmt und noch aufgarniert mit dem Thema Betreiberkompetenz, dann sind wir der Meinung, dass wir eine recht gute Basis haben, in Richtung Industrie 4.0 zu gehen. Industrie 4.0 ist für uns eine Reise. Wir selber reden wenig über Industrie 4.0, denn wir selber schätzen uns aktuell irgendwo ein auf dem Status Industrie 3.4 oder 3.6. Es ist eine Reise. Es gibt auch kein Handbuch dafür, wie man das umsetzt. Das Tolle ist, es bietet Möglichkeiten der Gestaltung. Es gibt Freiheiten und das ist sensationell. Zu Industrie 4.0 gibt es unterschiedliche Charts, Erklärungen, was man darunter versteht, verstehen kann. Ehrlich gesagt, viele Sachen sind sehr komplex. Wir haben versucht, nachdem es Industrie 4.0 heißt, es in vier Stufen aufzuteilen, so dass es unsere Mitarbeiter, dass es die Menschen, die es auch betreiben müssen, auch verstehen können. Auf diese vier Stufen möchte ich eingehen. Die Basis von Industrie 4.0 ist aus unserer Sicht das Thema Vernetzung. Vernetzung von Maschinen und Systemen. Was verstehen wir unter Maschinen? Bei uns ist alles vernetzt. Alles, was einen Controller hat, ob nagelneu oder 25 Jahre alt, sobald Sie an einer Maschine oben diese Ampel sehen, rot, gelb, grün, können Sie davon ausgehen, dass unten ein Controller dran ist. An diesen Controller gehen wir ran. Wir ziehen die Daten aus diesem Controller raus in unser MES-System. Das zweite ist die Vernetzung mit ERP-Systemen. Bei Bosch ist SAP das Leit-ERP-System, aber auch andere Systeme wie ZLTs, zentrale Leittechniken oder andere große Datenbanken. Wir vernetzen alles. Wenn wir an die Daten rankommen, dann ziehen wir sie. Es ist hochinteressant, was man aus diesen Daten an neuen Informationen und an Wissen generieren kann, aber auch an Business. Wenn wir die Vernetzung haben, wenn wir die Daten aufbereitet in Servers oder in Clouds haben, ist die Frage, welche Informationen ziehen wir raus? Heute ziehen wir aus jeder dieser einzelnen Maschinen pro Tag 20 Seiten an PDF-Reports. Komplett durchgängig. Das Problem ist nur, wenn Sie jeden Tag 20 Seiten PDF von jeder Maschine bekommen, dann haben Sie jeden Tag einen ausgedruckten Stapel von 12,5 Meter. Das Blöde ist nur, morgen haben Sie ihn wieder. Und wir sind leider nicht mehr weltweit in der Lage, das zu lesen. Also ist nur die Frage, Information ist wichtig, aber was ist wirklich die wesentliche Information? Und zwar für den Mitarbeiter unten an der Maschine,
genauso aber auch für das Management, um den Gesamtüberblick zu bekommen, nicht an einem Standort, sondern an allen 11 Standorten. Heute sind wir so weit, also ich trage meine Welt in der Hosentasche rum. Das Tolle ist, das tun bei mir in allen 11 Werken alle. Alle, die irgendwo wesentlich beteiligt sind an dem Wertschöpfungsprozess. Das heißt, wir haben eine Software im Einsatz, wo wir eben von diesen 12,5 Meter jetzt wegkommen und interaktiv eine richtig gute Lösung haben, wo man sagt, ach, mit ein paar Klicks bin ich genau auf dem Problem. Und jetzt weiß ich auch, was ich zu tun habe. Wissen, dritte Stufe. Wie generieren wir Wissen? Oder anders gesagt, wie speichern wir Wissen? Das Tolle ist bei uns, wenn eine Maschine eine Störung hat, die rote Lampe geht los, ein Mitarbeiter geht hin und behebt diese Störung. Geht wieder weg, die Maschine läuft, sie ist grün. Das, was der Mitarbeiter gemacht hat an dieser Maschine, ist nichts anderes, dass er sein Wissen eingesetzt hat, um dieses Problem zu lösen oder diese Störung zu beheben. Und genau dieses Wissen pflegen wir wieder zurück ins System. In Wort, in Schrift, in Videos, in Bildern. Wenn eine Maschine die Ampel rot schießt, dann steckt immer ein Code dahinter, einer oder mehrere Codes. Was wir tun ist, dass wir diesen Code mit dieser Information der Problemlösung zusammenbringen. Was entsteht dadurch? Das nächste Mal, wenn dieser Fehler hochkommt, der Mitarbeiter läuft hin, er bekommt genau zu seinem Problem Handlungsempfehlungen. Und das Tolle ist, die beste Handlungsempfehlung mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, das Problem zu lösen, steht immer ganz oben. Warum? Weil wenn sie gut ist, kriegt sie ein Like. Wenn sie nicht gut ist, geht sie in die andere Richtung. Also das ist eine Möglichkeit, um den Mitarbeitern an der Maschine eine Möglichkeit zu geben, ihre Maschine auf höchstem Niveau laufen zu lassen. Wenn wir darüber reden, Maschinen auf höchstem Niveau laufen zu lassen, dann sind alle unsere Maschinen eingestellt bei einer POT 24, das heißt, sie laufen durch. Rausgenommen werden nur Wartungen, längere Wartungen über eine Stunde oder eineinhalb Stunden. Alles andere ist 24 Stunden laufen lassen. Dazu gibt es dann einen OEE von 95%. Das heißt, 5% Verlust sind zulässig, entspricht 3 Minuten pro Stunde, mehr ist nicht drin. Für eine singuläre Maschine mit Automatisierung. Für hochkomplexe Anlagen sind es 85% und mittelkomplexe Anlagen sind es 90%. Um jetzt nicht die Erwartungen zu hoch zu schrauben, wir sind noch nicht überall dort. Also wir haben da noch richtig Luft drin und wir haben noch viele gute Ideen. Aber wir haben auch Maschinen, die seit einem Jahr genau auf diesen Level laufen. Das heißt, wir können mittlerweile beweisen, wir sind in der Lage, Maschinen auf Höchstleistung zu betreiben. Nebenbei, die Maschinen geben es her. Wir haben nicht nur die selbstgebauten Maschinen, sondern wir haben auch Maschinen aus der Schweiz und aus Deutschland und aus Österreich in Einsatz. Und ich kann Ihnen sagen, das, was dieser Maschinenbau liefert aus diesen 3 Ländern, ist High-End. Die Maschinen können es. Wir haben vielleicht an einigen Stellen die Prozesse noch nicht verstanden. Dazu hilft aber Industrie 4.0. Vierte Stufe. Und das ist das Thema, wo wir sagen, wenn wir dort angekommen sind, haben wir den höchsten Reifegrad für Industrie 4.0 erreicht. Das ist das Thema, wenn wir in der Lage sind, vorherzusagen, Probleme vorherzusehen. Ob es in der Logistik ist oder an Maschinen ist, ist völlig egal. Entscheidend ist nur, wir wollen Probleme, die repetitiv sind, schon x Stunden vorher oder x Tage vorher wissen. Und bei repetitiven Themen ist das möglich. Sie müssen nur die Sensorik richtig eingestellt haben, die richtigen Tools haben und dann die richtigen Menschen haben, die auch darauf reagieren. 5 Handlungsfelder, auf die wir fokussieren. Materialfluss ist gleich Logistik, der digitale Schatten. Auf das gehe ich nicht ein. Produktion, das ist das Hauptthema, was uns beschäftigt. Werk, alles, was dazugehört, dass ein Werk überhaupt funktionieren kann. Energieströme, bis hin zum Restaurant, das mit RFID funktioniert. Also nicht das Essen, sondern das komplette Bezahlsystem. Produkte,
Produkte, die aus dem Feld Informationen zurückliefern. Wir haben heute einen OEM, von dem bekommen wir wöchentlich aus der kompletten Flotte 39 Datensätze zurückgespielt. Wir haben in den letzten eineinhalb Jahren noch nie so viel gelernt, oder in den letzten eineinhalb Jahren haben wir so viel gelernt, das können Sie sich nicht vorstellen. Heute wissen wir, wie Fahrzeuge beschleunigt, abgebremst werden und was unsere Produkte wirklich brauchen. Wir haben einige Sachen wirklich overengineert. Bei manchen haben wir auch nachgebessert. Aber das bietet einfach Potenziale, Produkte zu entwickeln, die genau für die Anforderungen, die man dann eben im Feld draußen braucht, konzipiert sind. Ganz tolles Thema. In der Mitte aber steht der Mensch. Eines muss klar sein, Industrie 4.0 ohne Mensch, pure Zeitverschwendung. Es funktioniert nicht. Das heißt, wenn man den Mitarbeiter, die Mitarbeiter dazu nicht gewinnt, nicht begeistert, hat man keine Chance, dass Industrie 4.0 fliegt. Es kostet nur Geld und Zeit. Also ist die Frage, wie bekommt man die, wie begeistert man die? Ich möchte auf vier Themen kurz eingehen. Operator Support System, das ist das Thema, was ich Ihnen vorhin erklärt habe. Rote Lampe geht an, der Mitarbeiter bekommt diese Information, die er braucht, um seine Maschine auf Höchstleistung zu betreiben. Das zweite Thema ist Performance Tracking. Wir erfassen alle Bewegungen innerhalb einer Maschine im Millisekundenbereich. Das ist die Möglichkeit, dass wir vorschauen können und sagen können, wann verschleißen gewisse Bauteile, wann bekomme ich die Information, dass ich was tun muss. Und ich bin vorbereitet. Ich muss nicht warten, bis die Maschine ausfällt, sondern ich weiß, dass dieser Zylinder oder diese Lineareinheit oder dieser Roboter kommen wird. Denn ich verfolge es im Millisekundenbereich, ich habe die Trends im Fokus. Und habe dann zu dem Zeitpunkt, wo ich sage, ja, jetzt wäre es gut, wenn ich das Ganze rausnehme, habe ich nicht nur das Equipment an der Maschine, sondern auch den richtigen Mitarbeiter oder das richtige Servicepersonal, die in der Lage sind, mehr oder weniger einen Formel-1-Change zu machen. Das Blöde ist, nur wenn Maschinen stehen, ist entweder das Ersatzteil gerade nicht verfügbar oder der richtige Mitarbeiter ist nicht verfügbar. Und das können wir uns bei 95% OEE und POT 24 nicht leisten. Das dritte Thema ist Shopfloor Management. Alles, was wir an Papier theoretisch erzeugen würden, ist bei uns mittlerweile fast verschwunden. In den Hallen haben wir 90% des Papiers entfernt. Heute läuft eigentlich alles nur noch über große Big Touchs, die Spaß machen mit Touch-Feeling. Und Leute, jung und alt, hat wirklich Spaß bei dem Thema. Und das darf man nicht vergessen. Alles, was digital ist und keinen Spaß macht, wird auch nicht funktionieren. Viertes Thema, Data Analytics. Das ist das Thema, wie bekommen wir diese wahnsinns vielen Informationen auf den Punkt, und zwar adressatengerecht, benutzergerecht. Das beschäftigt uns massiv. Heute, wenn Sie an Maschinen ranlaufen, ich hoffe, dass nicht zu viele Maschinenhersteller jetzt hier im Raum sitzen, aber wenn man sich die Panels anschaut, die Touch-Panels anschaut, dann sage ich, wow, vom Programmierer für den Programmierer, aber nicht vom Programmierer für den End-User. Der Punkt ist einfach nur, warum haben sich genau solche Sachen durchgesetzt? Wann haben Sie das letzte Mal die Bedienungsanleitung für Ihr Gerät gelesen? Darüber soll man nachdenken. Das ist das kleine Geheimnis. An dem, was wir arbeiten, ist ein Frontend, das einfach nur Spaß macht. Und wenn ein Mitarbeiter, ein Werker, eine Anlage mit 6 Millionen auf Höchstleistung betreiben kann und der geht nach Hause und sagt, hast gesehen, Smiley grün, ich habe das Ziel erreicht, das macht stolz. Und das ist wichtig, so gewinnen Sie auch Leute. Ja, das Thema Menschen, wie gesagt, das ist die größte Herausforderung. Wie gewinnt man sie dazu? Und ich glaube, da haben wir einiges richtig gemacht. Dabei hat uns aber auch das Thema EFQM massiv geholfen und wir haben irrsinnig viel Zeit investiert in die Ausbildung und Weiterbildung unserer Führungskräfte. Ich möchte Ihnen einen kurzen Clip zeigen, der vielleicht das Ganze nochmal zusammenfasst, was ich jetzt nicht alles anreißen konnte, von dem her Film ab.
Haben wir einen Ton? Also ohne Ton macht er nicht so viel Laune. Dann würde ich sagen, macht nichts. Er ist im YouTube, auf Deutsch und auf Englisch. Sie müssen nur reingehen, Bleichach, Industrie 4.0, dann sind Sie dort. Aber der beschreibt einfach nochmal ganz grob, wie sind wir aufgestellt. Und wir decken alle diese fünf Felder, die ich vorhin angesprochen habe, decken wir heute ganz gut ab. Aber ich kann nur sagen, wir sind nur auf der Reise. Es ist nur ein Anfang. Kurz zusammengefasst nochmal, was haben wir erreicht in den letzten 5 Jahren, kommend aus einer Restrukturierung? Wir haben es geschafft, dass heute der Großteil der Anlagen um mehr als das Doppelte rausbringt. Das ist nicht nur eine OEE-Stabilisierung der Prozesse, sondern das ist ein massives Arbeiten an Vorprozessen, aber auch ganz massives Arbeiten an Taktzeiten. Das heißt, wir holen heute über diese Anlagen mit den gleichen Mitarbeitern auf der gleichen Fläche das Doppelte raus. Das zweite Thema ist, wir sind auch heute in der Lage, hochkomplexe Anlagen auch in China in kürzester Zeit hochlaufen zu lassen. Hier eine Automatiklinie in China, in so einer Automatiklinie sind 40 Einzelstationen voll verkettet. Früher hatten wir dazu ein Jahr gebraucht. Heute, bei dieser ersten Anlage, haben wir es in 6 Monaten geschafft. Die zweite ist hochgelaufen jetzt innerhalb von 2 Monaten. Natürlich sind alle Erkenntnisse eingeflossen, die wir über das komplette Netzwerk gesammelt haben. Vielleicht zum Netzwerk nochmal. Wir machen ein vollautomatisches Benchmarking jeden Tag. Jedes Werk weiß, an welcher Stelle im Ranking stehe ich, Nummer 1 oder Nummer 11. Die nächste Ebene heißt, die Montagen, Hauptmontagen, wer ist Nummer 1 von den über 20 Montagelinien, wer ist Nummer X? Und es ist hochinteressant, wenn man diesen sportlichen Ehrgeiz weckt, dass Leute dann sagen so, oh, was muss ich tun, dass ich aus dem unteren Drittel ins Mittelfeld und mich dann irgendwann mal nach oben hindurch robbe. Da kommt Drive rein, das können Sie sich nicht vorstellen. Früher waren unsere Spreizungen dieser Anlagen massiv, heute laufen die in einem richtig schmalen Band. Und sie challengen sich jeden Tag. Wenn die Leute weltweit in der Früh ihre Morgenrunde machen, dann gehen sie zum Ersten an den Big Touch und schauen mal, wo stehen die anderen und wo stehen wir. Und da kommt Power rein, das kann man sich nicht vorstellen. In der Zeit, in den letzten 5 Jahren, haben wir auch, das wäre der Ton gewesen. Also in den letzten 5 Jahren haben wir nebenbei auch die Fehlerkosten um 63% reduziert. Seit 2014 liefern wir zu 100% termingerecht an den Kunden aus und haben gleichzeitig dazu die Lagerbestände um 55% reduzieren können. Das ist möglich mit hochmotivierten Mitarbeitern. Das ist möglich, wenn man eine klare Strategie hat. Und von dem her nochmal, der Rahmen, den wir uns gegeben haben mit EFQM, ist aus meiner Sicht das Beste, was uns passieren konnte. Und dann natürlich einfach nur tun. Von meiner Seite her, herzlichen Dank fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen noch eine interessante Veranstaltung. Danke. Herzlichen Dank. Danke, Rupert Höllbacher. Der Ton hat sich schon gemeldet, also wir könnten den Film jetzt noch angucken. Ich glaube, das würde sich lohnen. Wollen wir den nochmal einspielen? Sind Sie einverstanden? Also gerne, jetzt sollte es klappen. Mit Ton. Hm? Genau. Unsere Welt ist im Wandel. Das Internet der Dinge und Dienstleistungen treibt Innovationen schneller voran denn je. So manches, was uns noch vor kurzem in ferner Zukunft schien, ist bereits Realität. Die Industrie steht durch die Möglichkeiten der digitalen Vernetzung vor der 4. Revolution. Wir im Werk Bleichach besitzen eine ideale Ausgangsposition für die Implementierung von Industrie 4.0. Wir steuern bereits heute ein standardisiertes Produktionsnetzwerk mit über 5000 Anlagen weltweit. Durch unsere standardisierten Anlagen aus dem hauseigenen Sondermaschinenbau
können wir auf über 15 Jahre Erfahrung in der vernetzten Produktion zurückgreifen. Bei uns entstehen Prozesse, die die Welt von morgen verändern werden. Durch die Vollautomatisierung unserer Warenströme mit Technologien wie RFID und MEMS verschlanken wir Logistikprozesse und reduzieren Bestände. Gleichzeitig schaffen wir Transparenz im Materialfluss entlang des gesamten Wertstroms. In Echtzeit. Unsere Werkzeuge kennen durch systematische Analysen und Messungen ihre optimale Standzeit. Sie unterliegen standardisierten Wartungsprozessen und garantieren 100% Rückverfolgbarkeit. In der täglichen Verbesserungsarbeit greifen wir auf automatisch erstellte Analysen und Auswertungen zu. So können wir uns auf das Wesentliche fokussieren: die Verfügbarkeit unserer Anlagen. Diese können Trends erkennen und melden kritische Entwicklungen frühzeitig an das Bedienpersonal. Auftretende Störungen werden mit bereits bekannten Fehlermustern verknüpft. Daraus abgeleitete Handlungsempfehlungen befähigen unser Anlagenpersonal zu qualifizierten Problemlösern. Gleichzeitig entsteht durch die Rückmeldung des Bedieners ein geschlossener Regelkreis und eine weltweite Wissensdatenbank. Bei bisher unbekannten Problemstellungen schalten wir sofort zentral organisierte Experten per Live-Bild hinzu. Die eingesparte Reaktionszeit kommt der Produktion zugute und kann wiederum zur Pflege der standortübergreifenden Wissensdatenbank genutzt werden. Durch die Kommunikation unserer Anlagen untereinander kann flexibel auf Fertigungsparameter der vorgelagerten Prozesse reagiert werden. So wird beispielsweise der Prüfaufwand in der Endmontage reduziert. Flexibilität und ein Bewusstsein für die kommenden Veränderungen sind unumgänglich. Unterstützt durch individuelle Schulungskonzepte und eine vertrauensvolle und verlässliche Führungskultur wird jeder Einzelne auf die weiteren Entwicklungen vorbereitet. Bei all dem verfolgen wir ein klares Ziel: die Sicherung der Zukunft unserer Standorte und damit unserer Mitarbeiter. Denn es gibt Dinge, die kann man nicht kopieren. Ja, dieser Film zeigt jetzt auch sehr schön, was Sie vorhin gesagt haben, dass eben der Mensch sehr stark im Mittelpunkt steht. Man muss die Mitarbeiter zu neuem Denken motivieren, das haben Sie auch gesagt. Mich würde interessieren, wo regen sich denn Widerstände? Wo klappt das dann auch mal nicht? Oder was ist die Skepsis, die Ihnen entgegenschlägt bei den Mitarbeitern? Also heute haben wir diese Skepsis nicht mehr. Aber ja, wie wir wirklich ganz massiv in das Thema eingestiegen sind, und das war vor circa 5 Jahren, da hat der eine oder andere sich schon gefragt, so, oh, Big Brother is watching you. Das ist nämlich nebenbei das Problem der Transparenz. Wenn Sie ein System scharf geschalten haben, bekommen Sie eine gnadenlose Transparenz. Und ja, Sie müssen eines lernen, Sie müssen über rote Felder drüber hinwegschauen können. Wenn Sie bei jedem roten Feld ganz massiv reagieren, dann verlieren Sie die Leute. Und das war die größte Sorge der Leute früher. So, oh, es ist alles sichtbar. Was passiert jetzt, wenn ich nicht performe? Also das heißt, von dem her ist das Thema Führung und die Führungskräfte dorthin zu entwickeln, dass sie eben auch über Rot hinwegschauen können und den Rotesten der Roten rausziehen und den dann proaktiv angehen, um ihn zu verbessern, das gewinnt Vertrauen bei den Mitarbeitern. Und wenn man dann das angeht und es gibt Erfolg, Erfolg macht stolz. Sie zeigen hier sehr schön eben die Symbiose von Mensch und Maschine, so wie es Industrie 4.0 auch anstrebt. Das klingt alles sehr schön und sehr logisch. Wo ist der Haken? Wann funktioniert es nicht? Es funktioniert nicht, wenn man eben genau drauf schaut und sagt, ich habe die volle Kontrolle und ich steuere auch voll durch, mit allen Konsequenzen. Genau wenn Sie das tun, verlieren Sie die Leute sofort. Wenn Sie aber sportlichen Ehrgeiz wecken können, dann gewinnen Sie sie. Wenn Sie Leute mit einbinden, sie mitgestalten lassen und die Systeme genau so entwickeln, dass Sie sagen, das hilft mir, mein Geschäft besser zu machen. Das kontrolliert mich nicht, das bestimmt mich nicht. Es hilft mir einfach nur, meine Tätigkeit besser auszuführen. Da gewinnen Sie Leute. Was wir auch getan haben, ist, wir haben Jung und Alt zusammengebracht. Die Jungen sind leichter
zu begeistern oder sind sowieso begeistert über solche Instrumente. Aber das Tolle ist, auch 60-Jährige haben Smartphones in der Tasche und wir haben sie im Endeffekt motiviert über das Thema, ihr tragt einen Hightech-Computer in der Tasche. Die Frage ist, was hindert euch jetzt noch oder was müssen wir noch tun, dass ihr euer Geschäft an den Maschinen besser ausführen könnt? Jetzt spielen sich Mensch und Maschine ja in die Hand bei Industrie 4.0 und trotzdem gibt es natürlich dieses Horrorszenario, ich denke bei allen von uns auch trotzdem schon ein bisschen im Kopf, du meine Güte, wird es irgendwann so weit sein, dass die Maschine uns dirigiert, so wie wir es schon aus Science-Fiction-Filmen kennen, wenn sie da eine Prognose wagen, weil irgendwann wird ja dann Industrie 5.0 kommen und Industrie 6.0, wir können uns darunter noch nicht viel vorstellen, also ich jedenfalls nicht. Was kommt da auf uns zu? Ja, es gibt Trends, die sind klar übersehbar. Also ich glaube, vorher war gerade von Amazon Echo hier auf dem Podium. Ja, künstliche Intelligenz wird weiterentwickelt und es geht ganz schnell und massiv voran. Humanoide Robotik wird Einzug halten, Industrie 4.0, ganz massiv getrieben über kollaborative Roboter. Klammer auf, wir haben noch keinen einzigen im Einsatz bei uns im Werk, weil der Mensch bei uns im Mittelpunkt steht. Aber ja, wir sind hochautomatisiert. Aber das sind Themen, die werden kommen und die werden positiv gesehen dem Mitarbeiter oder dem Menschen auch viel an Denkleistung abnehmen, physischer Leistung oder körperlicher Arbeit abnehmen. Das ist schön. Es hat aber auch natürlich ein paar gewisse Nachteile. Aber ich glaube, da kann jeder selber sich so am besten ein Bild drüber machen. Ja, man kann sich nur wünschen, dass es so ist, wie Sie am Ende des Filmes sagen, dass es eben Dinge gibt, die man nicht kopieren kann. Das ist und richtig. Das bleibt hoffentlich der Mensch auch in Zukunft. Genau. Ich bedanke mich ganz herzlich, Rupert Höllbacher. Sie haben kein Honorar genommen für Ihren Auftritt. Man darf Sie auch nicht beschenken, ist mir gesagt worden. Sie dürfen gar nichts annehmen. Aber Sie haben mir heute früh eine Freude gemacht. Sie haben mir ein Ragusa geschenkt. Ich weiß nicht, woher Sie wissen, dass ich das so gerne mag. Und ich würde mich sehr gerne revanchieren mit Schweizer Schokolade bei Ihnen. Das dürfen Sie annehmen, ja, das oder? Darf ich annehmen. Super, vielen herzlichen Dank. Dankeschön, Rupert Höllbacher. Danke. Vielen Dank.